Wir machen heute wieder unseren ultimativen Reichweitentest und heute mit dem GLC 300DE Plug-in Hybrid und wir schauen mal, wie weit er wirklich rein elektrisch kommt. Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wir sind wieder da und wir machen heute einen Reichweitentest mit unserem neuen GLC 300DE Plug-in Hybrid, also dem neuen Diesel Plug-in Hybrid von Mercedes. Wir kennen ihn schon aus der C-Klasse und aus der E-Klasse, jetzt endlich auch im GLC. Und ihr kennt das von uns, wir fahren genau 100 Kilometer, wir fahren über Land, wir fahren durch die Stadt und wir fahren über die Autobahn und gucken dabei, wie weit wir wirklich mit einer Akkuladung rein elektrisch kommen werden. Und natürlich schauen wir auch ganz zum Schluss, was das Fahrzeug dann im Endeffekt wirklich verbraucht hat. Wir haben auch hierzu schon ein Video zum GLC 300e gemacht, also zum Benzin-Plug-in-Hybrid. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, guckt auf unserem Kanal vorbei, denn da haben wir schon einiges an Informationen zu diesem Auto. Und ganz wichtig, habt ihr Interesse an diesem Fahrzeug? Wir haben auf unserer Homepage www.meinanders.tv eine komplette Konfigurationsberatung für euch bereitgestellt. Das heißt, ihr könnt einfach dort vorbeischauen und euch ganz einfach euer Auto selber konfigurieren und das mit meiner Hilfe. Außerdem haben wir eine kleine Challenge ins Leben gerufen. Das heißt, wir möchten von euch wissen, wie weit schafft ihr mit eurem Plug-in-Hybrid und wie ist euer Verbrauch? Wir haben jetzt seit dem letzten Video schon viele Zuschriften bekommen in die Kommentare und gerne freuen wir uns auch über Fotos. Markiert uns gerne bei Instagram auf dem Verbrauch eures Fahrzeuges. Macht ein Foto davon, stellt es online und zeigt es uns. Denn wir sind tatsächlich gespannt, ob auch unsere Werte bei euch so machbar sind, wie wir sie hier darstellen können. Jetzt aber genug geredet, wir starten nun mit unserem ultimativen Reichweitentest im GLC 300DE Plug-in-Hybrid. Wir sind nun im Auto und es geht jetzt gleich für uns los. Nochmal ganz kurz vorweg, angegebene Reichweite ist bei diesem Fahrzeug 51 Kilometer. Das heißt, Mercedes sagt, das Fahrzeug kann 51 Kilometer rein elektrisch fahren. Und das wollen wir natürlich auch schaffen. Wir werden möglichst sparsam fahren und wir gucken uns jetzt nochmal eben den Tacho an, was jetzt hier so gerade an Reichweite draufsteht und was das Auto uns sagt, wie der Verbrauch gerade aussieht. Ihr seht nun, die Reichweite ist hier jetzt mit 58 Kilometern angegeben. Das heißt, das Fahrzeug sagt uns, wir schaffen ganze 58 Kilometer bei 100% Akkuladung. Und das wollen wir natürlich gleich testen. Wir haben jetzt den Verbrauch ab Start auf 0 gesetzt, sodass ihr dann auch gleich direkt sehen könnt, wie viele Kilometer wir wirklich gefahren sind, wie lange wir gebraucht haben und was wir davon rein elektrisch zurückgelegt haben. Des Weiteren werde ich jetzt in den Electric-Modus umschalten. Das heißt, wir werden im Fahrprogramm Electric fahren, sodass das Fahrzeug auch wirklich vorwiegend rein elektrisch unterwegs ist und wir damit auch das haptische Gaspedal nutzen können. Das heißt, das Gaspedal gibt uns einen Druckpunkt oder zeigt uns an, wie viel Gas wir geben können, sodass wir auch nicht unnötig stark beschleunigen und möglichst weit kommen werden. Das war's dazu. Ihr habt nun alle Informationen und deshalb würde ich sagen, auf los geht's los, wir starten. Wir machen wieder unseren gewohnten ersten Zwischenstopp und wir haben jetzt schon einiges an elektrischen Kilometern geschafft und zwar sind es genau 45 bis jetzt und ich denke, das kommt schon sehr nah an die Werksangabe heran, denn wir haben noch 4 Kilometer Restreichweite rein elektrisch. Das heißt, laut unserer Angabe werden wir bei 49 Kilometer landen, vielleicht schaffen wir noch ein bisschen mehr. Und ich denke, dann ist es ein realer Wert, der dort von Daimler angegeben wird mit 51 Kilometern. Und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Unser Verbrauch, unser elektrischer Verbrauch liegt zurzeit bei 18,5 Kilowattstunden. Das ist etwas über der Angabe, denn da sagt Daimler, das Fahrzeug würde 14,6 Kilowattstunden verbrauchen. Bis ungefähr 15,5, aber 14,6 ist die offizielle Angabe. Und wir liegen, wie gesagt, bei 18,5 Kilowattstunden. Wir sind jetzt über Land gefahren, wir sind durch Stadt gefahren und auch schon ein Teil Autobahn und werden jetzt noch ein weiteres Stück Autobahn fahren und dann über Land und noch ein kleines Stück durch die Stadt zu unserem Startpunkt, dem Autohaus Anders in Vechta, zurückfahren. Und ganz wichtig dazu zu sagen ist, wir haben hier bei uns in Vechta oder bei uns in der Umgebung keinerlei Berge, wir haben komplett flaches Land, das heißt, wir können weder viel rollen noch viel rekuperieren. Das heißt, die meiste Zeit sind wir wirklich rein elektrisch am Fahren und haben sehr wenig Möglichkeit, Strom wieder aufzunehmen bzw.
nur durch Bremsen oder Ausrollen den Strom wieder zu gewinnen, aber nicht durch Bergabfahren. Wichtig ist natürlich auch, dass wir in dem Fahrprogramm Electric gefahren sind und sobald gleich der Strom leer sein sollte, dann werden wir ins Fahrprogramm Eco gehen, sodass wir da möglichst sparsam unterwegs sind und dann natürlich auch möglichst wenig Diesel verbrauchen, um dann auch zu schauen, wie dort wirklich unser Dieselverbrauch aussieht, unser kombinierter Verbrauch von 100 Kilometern, was wir dann wirklich schaffen werden und was das Fahrzeug verbrauchen wird. Wir machen uns jetzt aber wieder auf den Weg und sehen uns gleich am Startendpunkt im Autos Andersen Vechta wieder. Startpunkt angelangt und haben genau 100 Kilometer gefahren und tatsächlich ist der Verbrennermotor bei 48 Kilometern angegangen. Das heißt, die Werksangabe lag bei 51, wir haben jetzt 48 geschafft und ich finde, das kommt ihm schon sehr nah und ist auf jeden Fall vollkommen akzeptabel. Und wenn ich vielleicht noch ein bisschen sparsamer gefahren wäre, hätte ich auch vielleicht sogar die 51 Kilometer geschafft. Insgesamt haben wir jetzt in diesen 100 Kilometern, die wir gefahren sind, über Land, durch die Stadt und über die Autobahn, 65 Kilometer rein elektrisch geschafft und haben einen Durchschnittsverbrauch von Diesel von 2,3 Litern. Und dort ist auch die Werksangabe 1,9 Liter auf 100 Kilometern. Wir haben es jetzt mit 2,3 Litern geschafft und auch das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr gut, denn es kommt natürlich auch der Werksangabe sehr nahe und tatsächlich haben wir eigentlich wieder bewiesen, dass man die Angaben wirklich erreichen kann, wenn man sparsam fährt, wenn das Fahrzeug vorklimatisiert ist und wenn wir natürlich auch ein bisschen auf unseren Gasfuß achten und im Verkehr einfach mitschwimmen und nicht großartig beschleunigen. Das war's schon wieder von unserem Reichweitentest zum GLC 300DE Plug-in Hybrid und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, dann schaut auf jeden Fall unseren Kanal vorbei, denn wir haben schon zum GLC 300E ein Video gemacht, also zum Benziner, und wir werden auch noch weitere Inhalte zu dem 300DE machen, vor allen Dingen auch was den Kofferraum anbetrifft, denn das ist sicherlich auch ein interessantes Thema, wie das Ganze beim Hybrid aussieht. Und ganz wichtig zum Schluss, denkt an unsere Reichweiten-Challenge, lasst uns eure Bilder zukommen, markiert uns gerne auf Instagram, auf unserer Seite meinanders.tv und zeigt uns, wie eure Ergebnisse dort aussehen. Und wenn ihr natürlich Interesse an so einem Auto habt, dann schaut auf unserer neuen Internetseite vorbei, www.meinanders.tv, denn dort bekommt ihr eine komplette Konfigurationsberatung zum GLC 300DE und natürlich auch zu weiteren Fahrzeugen, die Mercedes so im Portfolio hat. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Schauen und hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Euer Joschka aus Vechta.